Nach dem Riemann-Thomann-Modell lassen sich vier gegensätzliche Grundausrichtungen des Menschen beobachten, die bei jedem Menschen in unterschiedlicher Ausprägung vorkommen und direkten Einfluss auf unser Kommunikations- und Beziehungsverhalten haben. Schauen wir uns diese Ausrichtung im Folgenden einmal genauer an. Für Menschen mit einer ausgeprägten Nähe-Ausrichtung sind folgende Dinge und Gefühle wichtig: Bindung, Zuneigung, Harmonie, Wärme und Bestätigung. Nähe-Menschen sind kontaktfähig, ausgleichend und verständnisvoll. Sie neigen aber auch zur Abhängigkeit, da sie ungerne alleine sind. Menschen mit der Distanzausrichtung brauchen das Gegenteil: Abgrenzung, Freiheit, Individualität und Rationalität. Sie wollen nicht beeinflusst werden. Sie suchen den Abstand und scheinen erst einmal niemanden zu brauchen und wirken damit oft kühl. Erst wenn ihnen in einer Beziehung zu anderen viel Freiheit garantiert wird, lassen sie sich auf Gefühle und Nähe ein. Für Menschen mit einer Dauerausrichtung sind folgende Werte wichtig: Zuverlässigkeit, Planung, Kontrolle, Ziele, Treue und Regeln. Dauermenschen sind sehr verlässlich, systematisch, ordentlich und sie haben Organisationstalent. Sie neigen aber auch dazu, manchmal unflexibel und stur zu sein. Menschen mit der Wechselausrichtung brauchen alles Neue und ständig Wechselnde, also das Gegenteil der Dauermenschen. Wichtig ist für sie Leidenschaft, Rausch, Fantasie und auch Genuss, Kreativität, Temperament, Spontanität und Risiko. Diese Menschen lernen und leben gerne, können aber auch unzuverlässig, theatralisch und egozentrisch sein. Diese vier Grundausrichtungen lassen sich in ein Koordinatenkreuz einbinden mit einer Raum- und einer Zeitachse als die Kriterien, in denen Menschen sich im Umgang miteinander unterscheiden. Die Zeitachse ist die senkrechte mit den beiden Extremen Dauer und Wechsel. Die Raumachse ist die waagerechte mit den Extremen von Distanz und Nähe. Wo siehst du dich in diesem Modell? Welche Werte sind dir besonders wichtig? Wenn du mehr erfahren willst, dann schau auf unserer Webseite nach und informiere dich über unsere systemischen Ausbildungen. Wir freuen uns auf dich!